auf 104.6 RTL Berlin Zentralradio. Morgen. 7.35 Uhr ist es. Arno, die Morgencrew Berlins lustigste Morgensendung. Eine Frau mit Flugangst, ein Hypnotiseur und ein Flugzeug. Das große Morgencrew-Experiment. Guten Morgen, Petra Schimmelfertig aus Reinickendorf. Guten Morgen. Hallo, Petra. Guten Morgen. Und Hypnosetherapeut Sven Schabach. Guten Morgen. Guten Morgen. Petra, in Schönefeld auf dem Flughafen wartet heute ein Flugzeug auf dich. Wie geht es dir bei diesem Gedanken? Ich bin aufgeregt, aber nicht nur wegen des Flugzeuges, sondern auch schon hier im Studio zu sein. Wahnsinnig. Das liegt stimmt, das ist eine Kalender, außergewöhnliche ja. Situation, ja. Na klar. Du hast Flugangst, um das mal kurz ganz ernst zu besprechen. Wie macht die sich normalerweise bemerkbar? Die macht sich regelrecht panisch bemerkbar mir. Ich muss morgens, wenn ich weiß, ich muss in 2 Stunden auf dem Flughafen sein, 5-mal aufs Klo. Mir bricht der Schweiß aus. Ich kann im Flugzeug keine Zeitung lesen, weil die Hände so nass sind, dass die Druckerschwärze abgeht. Ich habe Herzrasen, es rauscht in den Ohren. Passagiere neben dir haben deine Fingerkrallen im Arm oder ist nicht ganz so schlimm? Eigentlich kralle ich mich an mir selber fest, weil so sind ja fremde Menschen, die kann ich ja nicht. Ja, es ist schon klar, ein Scherz. Der Berliner Hypnotiseur Sven Schabach sagt, ich kann sie davon befreien, die Petra. Sven, wie machst du das? Wir hatten gestern dazu eine Sitzung, 2 Stunden und haben jetzt einiges geschafft. Ob das jetzt alles war, ist fraglich. Wir hatten jetzt hier nur die 2 Stunden Zeit. Das war ja alles auch recht spontan. Mhm. Theoretisch kann es sein, dass da noch ein bisschen Angst ist und man da irgendwie noch 1-2 Stunden arbeiten muss, ehe es ganz weg ist. Aber zumindest war es so, dass wenn sie sich versucht, in die Angst reinzusteigern oder in den Gedanken zu gehen, in ein Flugzeug zu sitzen, dass sie diese Symptome schon gar nicht mehr erzeugen konnte. Also dass dieses Herzrasen, die nassen Hände und so schon gar nicht mehr aufgetreten sind. Insofern denke ich, dass wir schon auf einem ganz guten Weg sind. Wie hast du denn die Hypnose wahrgenommen, Petra? Ja, es war irgendwie unglaublich. Bilder tauchten auf aus der Vergangenheit. Das war wahnsinnig anstrengend und auch hinterher unheimlich entspannend, ruhig, schön. Sven, du wirst heute die Therapie mit einer zweiten Methode bei Petra unterstützen. Was passiert da dann? Das ist eine Handflächentherapie, wo man Herz- und Kopflinie drückt auf der Hand und dabei nochmal versucht, in diese Angst reinzugehen, also in die Gefühle, die auftauchen, wenn man daran denkt, ich steige jetzt gleich in den Flieger. Und die Symptome, die dann aufkommen, und bleibt kurz in dieser Angst und drückt weiter diese Punkte auf der Hand und geht dann aber noch in positive Gefühle und löst so quasi diese Angst ab. Das ist eine Soforthilfe, vielleicht nicht von permanenter Dauer wie die Hypnosetherapie, die wir gestern getan haben oder gemacht haben, aber auf jeden Fall noch eine Ergänzung, sollte es nochmal zu Angst kommen. Also gestern wollte ich das unterstützend auch schon mal noch antesten. Allerdings war es dann dank der Hypnose schon so, dass die Petra gar nicht mehr in diese Angstgefühle reingekommen ist. Und wir diese Therapie schon gar nicht mehr anwenden konnten, weil die Angst quasi dafür eine Voraussetzung ist. Aber die war gestern schon. Ich bin kein Flugfan. Kann jeder therapiert werden? Jeder, der Flugangst hat, kann prinzipiell therapiert werden. Kann also immer funktionieren. Kommt natürlich darauf an, wie gut sich derjenige darauf einlassen kann, auf Hypnose. Da gibt es ja viele Menschen, die da vielleicht auch ein Problem haben oder das Vertrauen noch nicht haben. Aber prinzipiell jeder, der sich darauf einlässt, kann dagegen sehr gut therapiert werden. Das wird alles sehr spannend. Also die 3-Minuten-Therapie machen wir gleich nochmal. Und heute Mittag geht es in den Flieger. Sollte das alles nicht anschlagen, wissen wir, es regnet heute Nachmittag über Berlin. Aber jetzt andere. So, nein, das ist ein anderes Thema. Nie wieder Flugangst vor dem Urlaub, das große Morgencrew-Experiment. Petra wird jetzt zum 2. Mal hypnotisiert gleich. Oh, wie aufregend. Das ist, ich hätte übrigens auch noch eine ganz lange Liste mit Sachen, die ich nicht mehr haben möchte. Das wäre eine Sitzung von 6,5 Stunden wahrscheinlich. Ja. Strahlen wir auch live aus 104.6. Das ist alles nicht Jugendzahl, kein vergessen. Okay. Wie gesagt, Petra wird das 2. Mal jetzt gleich hypnotisiert. Das Ergebnis in genau einer Stunde. 8.35 Uhr.